Okay, wir sind mutig und gehen weiter. Sauber. Vier Türen. Ein langer Gang. Abgeschlossen. Nichts. Eine Vase. Eine Kerze, kann ich die anmachen? Kerze, Kerze, Kerze. Nein. Nichts. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Aha. Ja. Ein Schlüssel. Eine Notiz. Sehr geehrter Herr, während ich Ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und ich Ihre Frau sowie Ihnen selbst nichts als Sympathie entgegenbringe, muss ich doch jegliche weitere Korrespondenz von Ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Ein Hauttransplantat ist eine extrem heikle Angelegenheit, der von Natur aus ein gewisses Risiko zum Scheitern zugrunde liegt. Dies vorweggenommen, kann ich Ihnen versichern, dass meine Kollegen und ich im St. Anne Krankenhaus alles in unserer Macht Stehende getan haben, um einen möglichst positiven Ausgang für Ihre Frau zu erreichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Verletzung Ihrer Frau das bestmögliche Ergebnis erreicht haben, das wir erwarten durften. Selbstverständlich haben Sie ein Recht auf Ihre eigene Meinung und ich kann Ihre Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist Ihre Annahme, dass das Schreiben von Drohbriefen an meine werten Kollegen und mich die Situation Ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte. Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr wohl verstehen, dass Sie derzeit unter großer Anspannung leiden, weshalb ich von einer Strafanzeige absehen werde, sofern Sie von jeglicher weiterer Korrespondenz Abstand nehmen. Lassen Sie mich ganz klar festhalten, dass ich keine weiteren Drohungen gegenüber unseren Mitarbeitern, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde. Für den Fall, dass Sie die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen möchten, wird mein Assistent Ihnen die Kontaktinformation mehrerer Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gerne ihre kompetente Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch diese anstrengende Zeit zu helfen. Mit freundlichen Grüßen sowie den besten Wünschen für Ihre Frau und Sie, Dr. Med. William H. Grene. Green. Ach, guck mal ein... Oh, dieses Lesen, ne, das blendet aber dann doch schon ganz schön. Ich kann mit der rechten Maustaste ranzoomen. Cool. Popo, Popo. Ach, der hat Pillemann. Entschuldigung. Ah, Entschuldigung. Why'd you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Pianistin? Das nehmen wir nicht mit? Nee. Und das Bild verschwimmt. Das Bild verschwimmt. Gut. Da ist der Fahrstuhl. Hä? Wir sind doch vorhin in... Wolltest du mich denn verarschen, Spiel? Der Raum war doch eben gerade noch da hinten.
abgeschlossen. Hier ist der Fahrstuhl. Der ist auch ein Stück. Lalala. Ich gehe. Ich gucke erst in den Schrank. Aufgeregte Zwangsstörung, schön. Wahrscheinlich, weil wir jetzt so in so viele Schränke reingeguckt haben. Hier ist auch ein Engel. Wolken. Ah, oh, das ist schön. Hier bleibe ich. Schön mit Feuergeknister im Hintergrund. Da will ich noch nicht lang. What the? Schnauze! Ich guck hier rein. War zu erwarten. Dass da irgendwas. Was zum Teufel ist hier los? Draußen regnet's wieder. Eine Ratte. Entscheide dich. Wofür? Was zum... Wie entscheiden? Wofür soll ich mich entscheiden? Ich hab doch gar nichts gemacht. Hier ist nichts drin. Hier war ich doch auch schon. Was sieht an? Die Ratte ist hier hingelaufen, ne? An der Rattenfalle vorbei. In eine Wand rein. Ah ne. Kann man so lang laufen. Also die Ratte zumindest, wir ja nicht. Einmal hier. Alles klar. Hätte ich mal eher gewusst, dass man... Gibt's hier was? Mit der rechten Maustaste zoomen kann. Wollen ja auch nicht überall blind dran vorbeilaufen. Eine Notiz. Warnsignale. Die nun folgende Liste ist eine Aufzählung der am häufigsten auftretenden Symptome der Schizophrenie, während sie typischerweise zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr diagnostiziert wird. Ist es bekannt, dass diese Störung auch ältere Patienten betreffen kann? Merken Sie sich, dass diese Symptome nicht exklusiv nur bei Schizophrenie auftreten können und sie darum niemals als endgültiger Beweis für das Auftreten dieser Krankheit aufgeführt werden sollten. Um eine gesicherte Diagnose zu erhalten, sollten Sie unbedingt einen der qualifizierten Spezialisten, zum Beispiel Psychologen, Psychiater, konsultieren. Die Symptome. Ausdrucksloser Blick, Starren ins Leere. Ja. Willkürliches Zucken und der Gesichtsmuskulatur. Ja. Schlaflosigkeit, nicht bemerkt. Unübliche Gestik und Körperhaltung, schon immer gehabt. Unfähigkeit, Freude bei Aktivitäten zu verspüren. Definitiv. Depersonalisation. So, jetzt haben wir es. Was soll das überhaupt bedeuten? Ja, genauso geht es mir auch. Ungeschickte, schwerfällige Bewegungen. Könnte vom Unfall kommen. Anfälligkeit für wütendes, ablehnendes Verhalten. Eher passiv-aggressiv. Antriebslosigkeit. Ja. Suizidale Tendenzen. Also Selbstmord gefährdet. Weiß man. Kann ich jetzt nochmal durch? Komme ich hier zurück? Nö. Ist ja doof.
War das jetzt vielleicht die Entscheidung, die wir treffen mussten? Habe ich das Spiel jetzt verkackt? Habe ich durchgespielt? Bin ich fertig? Nein, wahrscheinlich natürlich nicht. Es war ja auch nur Spaß. Aber der Kackschiff bildet sich so langsam im Höschen. Nix. Was bist du denn für einer? Oh Gott, da war nur ein Tisch. Ist das eine Katze? Könnte eine Katze sein, ne? Also das ist keine Katze und da ist ein schwarzer Mann. Oh mein Gott, ey. Warum tue ich mir den Scheiß überhaupt noch an? Weil es irgendwie Spaß macht. Sonst würde ich es ja nicht machen. Ha! Licht. Das bringt mir jetzt nicht viel. 314. Merkt euch das mal. Was ist das hier? Ah. Drei. Eins. Oh. Ah, nochmal von vorne. Kann man das resetten? Wahrscheinlich so, ne? 1, 2, 3. 1 zurück. Ach, komm. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3, 4. Oh, Mann. Das ist gar nicht so einfach. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3, 4. Oder? Oder ist das die 3? 1. So, okay. Ein Schlüssel. Das ist schön. Alter, wie du guckst, Kollege. Und wieso gucke ich mich dich freiwillig an? Naja. So. Das haben wir. Mr. Hinkefuß ist unseran. Guten Tag. Da ist was. Wenn ich jetzt hier... Nee, ich gehe hier lang. März 26. Also gut, lass es uns noch einmal versuchen. Endlich geschafft, ein bisschen zu spielen, wenn mein ungeschicktes Herumdrücken auf den Tasten wirklich als Spielen durchgeht. Ich will nicht lügen. Es macht mich wahnsinnig, meine Finger nicht völlig unter Kontrolle zu haben. Jedenfalls bin ich prompt von meinem liebevollen Ehemann ausgeschimpft worden. Der meinte, ich sollte mich ausruhen. Ich weiß, dass es nur gut meint, aber wie soll ich jemals gesund werden, wenn ich überhaupt nicht arbeiten soll? Am schlimmsten ist, dass ich spüren könnte, Schnaps in seinem Atem gerochen zu haben. Bitte, lieber Gott, nicht das schon wieder.
Eine neue Erinnerung. Also er trinkt. Und ich habe eine Vermutung, dass ich das Licht anmache. Nee, ich habe eine Vermutung, aber die halte ich erstmal noch für mich zurück. Tag der Herr. Eine Brosche. Eine Uhr. Kurz nach 12. Nichts. 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 Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Es kann nicht rückgängig. Steht da überall dasselbe? Das ist ein Spiel. Rückgängig gemacht werden. Kann ich jetzt nochmal? Das kann nicht rückgängig gemacht. Alter. Puh. Es kann nicht rückgängig. Komme, Hundi. Wow. Gut, das war jetzt. Komm wieder nicht. Da. Honey. Remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Aww. Oh, das ist das Hundehalsband, was wir am Anfang auch schon gefunden haben. Good boy. Guter Junge, ja. Jetzt ist ja anscheinend nicht mehr so. Zumindest, wenn man dem Bild Glauben schenken darf. Und dann gehe ich mal auf. Er sieht leicht verstörend das Ganze. Ein wenig verbrannt aus, der Gute. Kann ich die Kerze nicht? Kann ich die streicheln? Nein? Willst du das auch? Was denn zum Teufel? Wer bist du? Ein leerer Bilderrahmen. Hier ist nichts. Schön. Ah ja, herrlich. Eieiei, man rechnet ja mit sowas, ne? Aber schön. Kann ich? Nein, ist natürlich wieder abgeschlossen. Nix. Alter, wie viele Türen gibt's hier denn? Abgeschlossen. Abgeschlossen.
Wow, wow, was, was, was? Ich habe mich gerade ein wenig. Erstmal die Türen aufmachen. Was? Okay. Alles klar, okay, ich verstehe. Alter, geht mir gerade der Stift, leck mich. Ich will gerade mal einen Schluck trinken, Entschuldigung. Ja, 1:30 Uhr morgens und ich gebe mir so einen Scheiß, ey. Puh. Gehe ich jetzt rechts lang, wo ein... was auch immer, Rollstuhl im Boden versunken ist. Geradeaus scheine ich nicht weiterzukommen. Oder links, wo gruselige Bilder sind. Ehrlich, ich will weder links noch rechts noch geradeaus. Also geradeaus geht, glaube ich, gerade sowieso nicht. Ich gehe links. Der Ventilator. Der gerade runtergefallen ist und der Motor läuft immer noch. September. Sie hat es schon wieder getan. Vorhin habe ich noch ein paar ihrer Kritiken entdeckt. Kleine Zettel an meinen jüngsten Arbeiten geklebt. Die beleidigendsten, hasserfüllste Kacke, die ich jemals über meine Arbeit gelesen habe. Ich schätze, ich sollte nicht überrascht sein. Schließlich kennt sie mich gut genug, um genau zu wissen, was mich wirklich trifft. Ich kann nur nicht glauben, dass sie das wirklich gegen mich verwendet. Am schlimmsten ist, dass sie, als ich sie damit konfrontiert habe, abgestritten hat, irgendwelche Zettel geschrieben zu haben, als ob ich ihre Handschrift nicht erkennen würde. Du meine Güte, hasst sie mich wirklich so sehr oder fängt sie an, ihren Verstand zu verlieren? Ich weiß einfach nicht, was ich noch machen soll. Noch was? Sieht nicht danach aus. Was? Soundeffekt AD? Alles klar. Was? Was? Alter, hör mal auf damit. Das ist gefährlich, was auch... Nee. Das ist echt nicht witzig. Da könnte sich jemand dran verletzen.
das so eine gute Entscheidung war, da wirklich lang zu gehen, wo gruselige Bilder sind. Abgeschlossen, natürlich abgeschlossen. Willst du mich verarschen? Eine neue... Oh, Entschuldigung, Nase juckt. 6. April. Heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es für ihn ebenso schwierig ist, aber er sollte es verdammt nochmal besser wissen. Mit einem Kleinkind im Haus. Das ist einfach verantwortungslos. Mach das Licht wieder an. Oh, Entschuldigung. Psch, 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 psch. Oh Gott, Alter, mir geht gerade so der Kackstift. Alter. Ein Foto. Oh, ein Panda-Bärchen. Das beruhigt mich jetzt keinen Zentimeter, aber ein Panda-Bärchen. Da liegt irgendwas. Ein Schlüssel. Ich will hier überhaupt nicht rausgehen, Leute. Also ganz ehrlich, ich bleib jetzt hier. Und behaupte, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich mache nämlich jetzt eine kleine Aufnahmepause und würde behaupten, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.